Hi Leute, ich möchte euch heute mal auf eine kleine Runde durch den Dresdner Südosten mitnehmen. Hier will ich mal gucken, ob es hier noch ein paar Spuren von der Vorkriegs-Straßenbahnlinienführung gibt. Ich weiß, dass die Straßenbahn von der Reigerstraße früher nicht wie heute in die Cäcilienstraße abbog, sondern sie bog schon eine Ecke früher in die Dorotheenstraße ein. Etwas weiter an der Donaustraße gab es dann noch eine Kreuzung mit der Möglichkeit, nach links abzubiegen und weiter durch die Finkenfangstraße zum Edelweiß an der Spitzwegstraße zu fahren. Wir beginnen unseren Rundgang hier auf der Reigerstraße. Hier kam die Bahn wie heute auch aus Reig und fuhr an der nächsten Kreuzung nach links in die Dorotheenstraße. Früher kam man hier an einer schönen alten Villa vorbei, die leider 2019 abgerissen wurde. Hier ein paar Fotos davon. Hier in der Dorotheenstraße fand ich keine Spuren mehr, dass hier mal die Bahn fuhr. Es gibt aber auch hier ein paar schöne alte Gebäude, von denen ich das hier am beachtenswertesten finde. Im Haus links befand sich damals im Erdgeschoss die Gaststätte Dorotheenhof, die allerdings 1980 geschlossen wurde. Seitdem ist hier auch eine Wohnung. Wir kommen zur Donaustraße. Hier gab es vor 1938 eine Ausweichmöglichkeit in der einspurigen Strecke. Nach rechts geht es in Richtung Stadtzentrum. Nach links führte das Gleis früher weiter, um in die Finkenfangstraße. Im Stadtplan von 1911 wurde sie noch als Dresdnerstraße aufgeführt und seit 1946 wurde sie in Wilhelm-Franke-Straße umbenannt. Zu fahren. Nach hier folgen wir erstmal. Finkenfang bezieht sich hier auf den preußischen General von Fink, der im Gefecht von Matzen am 21. November 1759 gefangen genommen wurden. Bis vor kurzem gab es hier auch noch eine alte Gaststätte, die mit ihrem Namen auch an den alten Straßennamen erinnert. Die Gaststätte hieß Zum General von Fink. Am Ende der Finkenfangstraße bog die Bahn hier von rechts ab. Hier am Edelweiß gab es keine Wendeschleife. Die Bahn fuhr einfach andersherum wieder raus. So, ich drehte an dieser Stelle den Rückweg an und laufe zurück zur Donaustraße. Hier überquerte ich gerade die Donaustraße. Vor uns blicken wir in die Finkenfangstraße. Von links kommt die B172, die hier links noch als Donaustraße ankommt, aber rechts als Teplitzer Straße weiterführt. Hinter uns geht die Donaustraße jetzt als Nebenstraße weiter. Wenn wir jetzt in den Stadtplan von 1911 sehen, wird auch ersichtlich, warum das so ist. In dem Stadtplan von 1911 fuhr die Bahn noch durch die Donaustraße bis zum Wasserplatz. Da die Donaustraße aus Donau kommend
noch keinen Anschluss auf die Lockwitzer Straße zum Wasserplatz hatte und auch keinen Anschluss auf die heutige Teplitzer Straße. Hier auf der Karte seht ihr von rechts unten kommt die Donauer Straße. Der weitere Verlauf geht direkt nach Norden und der kleine Weg, der ein wenig westlicher nach Norden führt, trifft weiter oben auf die Lockwitzer Straße. Was hier noch als Nordstraße bezeichnet wurde, ist der spätere Verlauf Teplitzer Straße, die aber hier noch im Nichts endet. Im heutigen Verlauf macht die Donaustraße einen kleinen Knick nach links, um dann auf der damaligen Nordstraße weiterzuführen. Ich möchte hier nicht näher ins Detail gehen. Ich empfehle euch an dieser Stelle die Seite altesdresden.de. Hier habt ihr Stadtpläne von 1870, 1911 und 1938 über Google Maps gelegt und viele Fotos von Postkarten und diverse andere Infos hinterlegt. Hier lässt sich auch sehr gut die Streckenführung von damals und heute vergleichen. Zur weiteren Recherche findet ihr auch einiges an Karten und Adressbüchern auf der Webseite der Sächsischen Landesbibliothek SLUB. Gehen wir kurz zur heutigen Lockwitzer Straße. Die Wendestelle und das Gleis auf der Lockwitzer Straße ist erst in dem Stadtplan von 1938 aufgeführt. Wieder zurück auf der Donauerstraße. Die meisten Häuser wurden alle zwischen 1890 bis 1905 erbaut. Vorher gab es hier am Stadtrand von Dresden nur ein paar Ausflugsgaststätten. Hier steht auch noch ein Weichspieltstein von 1543. Weichspieltsteine dienten der Abgrenzung des Weichbildes der Stadt und bildeten damals die Stadtgerichtsgrenze. Das Weichbild beschrieb den vor dem eigentlichen Stadtmauern gelegenen Bezirk, der städtischen Gerichtsbarkeit unterworfen war. In diesem 1893 erbauten Haus ist immer noch die Bäckerei, allerdings unter einem anderen Bäcker. Die Straßenbahn fuhr damals hier noch geradeaus weiter. Es ist aber auch hier nichts mehr zu sehen, was an die Bahn erinnert. Am Friedrich-August-Platz, heute als Strehlen, bog die Bahn damals links ab und fuhr über die Kreischauer Straße zum Wasserplatz. Am Beginn der Lanner Straße gab es noch ein Rangiergleis. Und in der Lanner Straße fand ich aber noch zwei Hausrosetten. Ich fand aber keinen Eintrag in den Plänen. Eventuell war hier noch ein Bogen zu der heutigen Haltestelle Wasserplatz gezogen.
Die optischen Auswirkungen der Oberleitungen wurden damals häufig noch als störend und unästhetisch empfunden. Um dies zu kompensieren, wurden die Befestigungen in den Anfangsjahren der elektrischen Straßenbahn besonders kunstvoll ausgeführt. Das gilt speziell für den Zeitraum rund um die Jahrhundertwende. Deswegen sind besonders kunstvoll ausgeführte Oberleitungsrosetten typischerweise häufig an im Jugendstil erbauten Gebäuden zu finden. Diese wurden auch bei der Modernisierung von Häusern häufig nicht entfernt und sind noch in den meisten Städten mit Straßenbahn zu finden. Auf der Kreischacher Straße fand ich keine weiteren Hinweise auf dem ehemaligen Straßenbahnverlauf. Wenden wir uns wieder der nach 1938 bis heute gültigen Streckenführung zu. Hier auf der Lockwitzer Straße fuhr die Bahn dann ab 1938 und fährt heute noch. An diesem schönen, detailreichen Haus von 1905 fand ich noch eine alte Fahrleitungsrosette. Zwischendurch wurden hier irgendwann Masten für die Fahrleitung aufgestellt und wie überall in Deutschland wurden nicht alle Hausrosetten wieder entfernt. Von dieser Skulptur kommt dann wohl der Ausdruck des Hausdrachens. Etwas weiter, am anderen Ende der Häuserzeile, wurden die Rosetten entfernt und die Ziegel hier neu eingesetzt. Hier und an der vorhergehenden Rosette sieht man auch schön, dass dieselben Abstandsmaße für die Vorderradbefestigung heute noch gültig sind.
Über die Kreuzung am Wasserplatz drüber weg, am Haus mit der Apotheke, fand ich eine weitere Hausrosette. Bis zur Eisenbahnbrücke war dann nichts weiter zu finden. Die Häuser dahinter am Zoo vorbei und bis ins Stadtzentrum sind ja dann auch alle jüngeren Datums und hier gibt es nichts mehr zum Thema zu finden.